Ja, Freunde, da sind wir wieder bei Maserati in Hamburg, Leute. Vor gut einem Jahr war ich hier und habe mein Auto ja abgeholt. Boah, an dem Tag war ich wirklich sehr, sehr glücklich. Und ja, ihr habt das Video so supportet. Es kam so super an. Maserati war begeistert von dem Video. Und deswegen haben die gesagt, okay, ey Mats, wir haben eine fette Überraschung für dich. Komm einfach mal vorbei. Und jetzt stehe ich wieder hier, Maserati in Hamburg, Autohaus Günther. Und ja, ich bin gespannt, was für eine Überraschung jetzt auf mich wartet. Wir schauen einfach mal rein. Let's go. So, hier bin ich mit dem Mann des Vertrauens, mit Flo. Flo hat mir ja letztes Jahr mein Auto übergeben, als ich das abgeholt habe. Und ja, was für eine Überraschung erwartet mich denn jetzt hier heute? So, Mats, wir haben uns überlegt, dir mal den neuen MC20, unser Supercar, zur Verfügung zu stellen. Mhm. Eine Einweisung bekommst du gleich noch von mir. Du kennst das Ganze ja schon mit der Schlüsselübergabe. Hier ist der Schlüssel zum Glück. Nicht zu schnell und nicht zu laut. Sehr geil. Ihr habt es gehört, mit anderen Worten, Freunde, ja, mir wird für ein paar Tage der Maserati MC20 zur Verfügung gestellt. Das ist ein kleiner Traum, der auf jeden Fall in Erfüllung geht. Guckt euch das Teil einfach mal an, ja. Also ihr könnt schon sehen, auch die Ausstattung bei diesem Auto ist unglaublich. Also wir haben so ein mattes Weiß mit einem kleinen Blaustich. Ich weiß nicht, ob man das im Sonnenlicht so erkennen kann. Ja, wir haben Carbon-Exterieur, Carbon-Interieur-Ausstattung. Und boah, wir gehen mal jetzt rum. Wir haben richtig fiese 20-Zoll-Felgen mit blauen Bremsbacken. Auch eine sehr, sehr böse Kombination. So, Leute, oh, ich bin jetzt gute 15 Minuten Auto gefahren. Meine Knie sind ein bisschen weich, Freunde, wie es so ist. Aber man gewöhnt sich schnell an das Fahrzeug. Der ist unglaublich hart. Also man spürt jede Bodenwelle ganz anders als normal. Das ist halt ein Sportwagen. Ey, und der hat eine Power, ja, Leute. Das ist geisteskrank, ja. Uns haben gerade schon Leute zugejubelt und so. Ich will natürlich noch nicht übertreiben. Ich werde mich jetzt peu à peu Daumen gezeigt. Ey, das ist geisteskrank. Diese Luftausstöße finde ich richtig sexy. Dieses Pfeifen. Oh mein Gott, hat er eine Power. Es ist unglaublich. Es ist das sportlichste Auto, in dem ich hier gesessen habe. Ja. Das sportlichste von allen, also ich sag's auch nicht, ansatzweise in so einem Sportwagen. Danach kommt schon mein Auto, was ich mir selber geholt habe für mich. Aber ein Ghibli ist noch ein etwas gemütlicheres Auto, sag ich mal. Das ist schon Next Level. Ey, sieht man selten, 10 von 10. Ne? 10 von 10. Ey, geil, freut mich sehr. Danke, Bro, ja. Schönen Tag noch. Also ich könnte heulen und so, das ist krass. Er hat gesagt, ich könnte heulen, ja, so schön ist das. Ey, er war voll begeistert. Stunde Fahrt mit dem Auto. Wie fühlt es sich an? Also ich habe wirklich, also es klingt super, aber wirklich ein Gefühl für dieses Auto jetzt bekommen. So, es macht einfach Spaß. So, ich fühle mich relativ sicher jetzt. Boah, ist krass viel Aufmerksamkeit man bekommt, damit alle Leute glotzen. Des Todes. Ey, und ich bin einfach, keine Ahnung, es macht einfach so einen Spaß. Ich könnte einfach stundenlang damit rumfahren, ja. Ja, jetzt geht's wieder Richtung, wir fahren jetzt wieder Richtung
Innenstadt. Wie fühlt sich das an im Alltagsverkehr, mit so einem Auto auf einmal da durchzufahren? Ja, es ist halt Real Talk null alltagstauglich. Es ist einfach ein Mini-Kofferraum, ein hartes Fahrwerk. Es ist einfach nur Fahrspaß, ja. Einfach Leute gucken, du hast Power unter der Haube, das Ding ist laut. Du kannst dir einfach einen richtig geilen Tag damit machen. So, Freunde, das heißt mit anderen Worten, für ein paar Tage gehört das Teil auf jeden Fall mir. Das ist für mich irgendwie schon so ein bisschen ein Traum, der auch wirklich in Erfüllung gegangen ist, weil früher, sag ich mal so, als ich mit Hot Wheels gespielt habe, da waren das genau die Autos, die ich geil fand. Freunde, hier sehen wir einmal 20 Zoll Felgen mit diesen blauen Bremsbacken, auf jeden Fall sehr böse. Es gibt die nur in 20 Zoll, ja, weil das zu der Größe halt einfach passt. Und hier haben wir diese weiße Optik, blau Schimmer, aber auch denn so ein beiger Ton, ne, der so durchschimmert, ja, das ist so eine, ich sag mal, flexible Farbe, ja. Dann haben wir natürlich überall Carbon-Outdoor-Carbon-Ausstattung, was natürlich hochluxuriös aussieht. Auch hinten komplett die Carbon-Ausstattung. So, dann kommen wir hier mal rum. In den Motorraum gucken wir gleich mal, auch vorne, was wir da noch so drin haben. Auch vorne natürlich mit einer Carbon-Front. Alles generell Interieur und außen alles mit Carbon. Und ja, die Front sieht halt einfach, das sieht aus wie ein Spielzeugauto. Sieht einfach aus wie ein Spielzeugauto, ne? Aber nein, das ist echt. Okay, jetzt öffnen wir die Fahrertür. Freunde. Das ist, was hat er gesagt? Kohlefaser, glaube ich. Mhm. Ich kenne mich damit nicht aus. Kohlefaser, genau. Und alles in drin, Alcantara, ja. Höchste Ausstattungsstufe. Hier drinne, Freunde, sitzt man. Man kann damit 325 km/h fahren. 325 km/h Höchstgeschwindigkeit. 630 PS, Freunde, stecken unter der Haube. V6-Motor. Wir haben natürlich krasse Sportsitze. Es ist alles sehr sportlich. Er fährt sich ja auch, wie gesagt, relativ hart. Jetzt machen wir natürlich hinten einmal den Kofferraum auf. Den zeigen wir schon mal. Das ist der Kofferraum, Freunde. Ja, nicht viel Volumen, aber es reicht für etwas, Freunde. Es ist ein Sportwagen. Hier geht es nicht um, ja, ob das Ding irgendwie praktikabel ist oder so. Und hier kannst du jetzt mal in den Motorraum rein filmen. Wie schön sieht der bitte aus, ja? Also da fällt mir echt nichts mehr zu ein, wie schön der bitte aussieht. Und jetzt machen wir nochmal vorne auf. Machen wir natürlich, boah, guck dir das mal an, hier diese fetten Leisten auch hier. Boah, super robustes Auto. Und hier haben wir noch den Vorderraum, ja, ein riesen Kofferraum natürlich noch hier am Start. Nein, hier noch natürlich das Maserati-Handbuch und noch Zubehör, was hier noch sicher verstaut ist. Und ja, das ist der kleine, kompakte MC20, das heißt klein, ja, Riesenteil, bombastisches Teil. Ich bin einfach nur begeistert. Es ist wie so, ja, Spielzeugauto, was du fährst, ja, es ist völlig surreal, wenn man das immer wieder hier sieht, ja. Boah, einfach nur brutal alles, einfach nur brutal. Ja, Freunde, wir cruisen damit jetzt noch ein bisschen rum. Let's go. Ja, Freunde, ich bin jetzt echt erschöpft. Wir haben jetzt den ganzen Tag gedreht, wir sind damit rumgefahren. Ey, wir haben das Ding richtig zelebriert. Ich darf das Ding jetzt mit nach Hause nehmen für ein paar Tage. War eine richtig geile Erfahrung. Das schnellste, sportlichste Auto, in dem ich jemals saß. Krasse Erfahrung, du kriegst so viel Aufmerksamkeit. Die Leute winken dir zu, geben dir einen Daumen und so. Auch viel positiv. Ja gut, viele gucken auch immer so skeptisch, vor allem ältere Menschen. Aber das ist, ja, das gehört dazu. Das ist egal, ich habe die angelächelt so. Ich freue mich, wenn ich solche Autos sehe. Und ich freue mich, wenn ich vor allem da drinnen mitfahren darf. Ich sage vielen, vielen Dank an das Autohaus Günther, dass ich, ja, dass mir dieser Traum ermöglicht wurde. Immer eine geile Zusammenarbeit mit denen, ja. Also für Maserati eure Ansprechstelle Nummer 1. Es ist ein, boah, es ist unglaublich. Dickes Dankeschön geht raus an das Autohaus Günther, Freunde, an MT Container, dass wir da drehen durften und an alle anderen Beteiligten. Die Links zu allem sind auch nochmal in der Beschreibung. Checkt das gerne ab. Und auch der YouTube-Kanal von MT Container, die haben einen YouTube-Kanal. Checkt den unbedingt ab, Freunde. Ich sag vielen Dank fürs Anschauen und bis morgen zu einem neuen Video, Freunde. Haut rein, bleibt fresh. Bis dann, ciao, ciao, euer El Margo.